So, jetzt gucken wir mal. Wir haben ja noch ein paar Nebenmissionen, wenn die hier irgendwie findet und markieren kann. Oh. Scheitert optional den einzigen Gegenstand. Ach, das war da unten in der Höhle, wo er gesagt hat, schnapp ihn dir oder lass es sein. Ja, okay. Verbündete. Familiengeheimnisse. Beweise für den Mord untersuchen. Genau. Und die Leiche, die müsste hier irgendwo rumliegen. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Wir haben Ziele! Mal vorne weiterfahren, Karte. Ah, das ist hier unten leider gut. Also, Cora, von diesen Asari-Elite-Soldatinnen hört man ja alles Mögliche. Hört man oder sieht man in billigen Action-Videos? Egal, jedenfalls. Diese Jägerinnen jagen, sie sabotieren, sie führen Attentate aus. Alles offiziell sanktioniert. Und das fanden Sie in Ordnung? Ja. Fanatische Citadel-Gegner eliminieren oder das Krisenteam später das Blut aufwischen lassen? Da hat man nicht wirklich die Wahl. Wir nähern uns Anlage 2, Beständigkeit. Sie wurde uns als die Anlage verkauft, bei der wir es hinkriegen. Aber sie hatte nicht mal Zeit zu verschleißen, bevor die Cat sie zerstört haben. Um die Cat kümmern wir uns noch. Eins nach dem anderen. No. Jetzt gucken wir mal, wo die Leiche ist. Sie hatten noch nicht mal alles ausgepackt. Die Cat haben ihnen keine Gelegenheit dazu gelassen. Die ist dann da hinten, oder? Hier sieht's aus wie in einem Kriegsgebiet. Den Überlebenden zufolge haben die Cat von allen Seiten angegriffen. Es war ein Massaker. Er ist bei der Verteidigung dieses Außenpostens gestorben. Und wir haben ihn zurückgelassen. So etwas wird... Eine portable Deckung der Cat. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, sie wieder mitzunehmen. Die Überbrückung funktioniert, aber... Sam, wurde die Tür von außen verriegelt? Ja, Pathfinder. Offenbar wurde vor der Energiedrosselung eine manuelle Abriegelung durchgeführt. Wieso das denn? Das verhindert doch nicht, dass etwas reinkommt. Es verhindert, dass etwas rauskommt. Sekundärterminals. Wir haben hier keinen Zugriff. Sam?
Sofern es sich um einen Standardaufbau handelt, befindet sich der Hauptzugang tiefer im Inneren. Sieht aus, als hätten sie es eilig gehabt, von hier zu verschwinden. Den Berichten zufolge wurde die Evakuierung durch die Kett gestört. Pathfinder, zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Und was steht drin? Lauft. Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür! Tempest, wir haben es mit einem unbekannten Gegner zu tun. Evakuieren Sie den Pathfinder! Wow, nicht so schnell! Negativ, Harper. Wir müssen uns bedeckt halten. Cat nähern sich ihrer Position. Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße! Wir kriegen's mit Cat zu tun. Beeilung! Dieses Ding ist da draußen. Genau wie die Cat. Solange wir sie nicht ausgeschaltet haben, sitzen wir hier fest. Das ist ja ein gutes Ding. Noch ein Landungsschiff mit Verstärkungstruppen. Seien Sie vorsichtig! Werden Sie hier! Das Riesenvieh ist erledigt. Wir haben es geschafft. Vergessen Sie da nicht etwas? Die Cat zum Beispiel? Kein Wunder, dass Anlage 2 gescheitert ist. Egal, wie beständig sie sein sollte. Müsste es dann hier nicht mehr Tote geben? Nicht, dass ich mich beschweren will. Für ein Massaker sind hier wirklich nicht genügend Leichen. Was, wenn sie weggebracht wurden? Wir wissen, dass sich die Nexus nicht die Mühe gemacht hat, sie abzuholen. Sie denken doch nicht, es könnten die Cat gewesen sein. Verdammt, das hoffe ich nicht. Ilar, Tysa. Ich habe die Unterlagen aktualisiert, Pathfinder. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das hier oder ein langsamer Tod wie im Versprechen. Schluss mit den düsteren Gedanken. Pläne für Spezialprojekt Sigma. Sie haben etwas gebaut. Ich habe eine Komponente für das Projekt von Anlage 2. Es überrascht mich, dass die Nexus auf Eos weiterhin einen Außenposten errichten will. Sie kennen doch das Sprichwort, aller guten Dinge sind drei. Diesmal werden wir es hinkriegen.
unterwegs! Hier gab's einst jede Menge kluge Leute, und wir sind ihre Nachfolger. Beständigkeit ist mehr als nur ein Name. Es ist jetzt unsere Pflicht. Halten Sie die Augen nach allem offen, was grob... gestorben. Die Sandstürme haben die Leiche längst begraben. Ich schlage einen Scan vor. Kackens! Pathfinder, hier ist ziemlich tief ein Panzerungsteil begraben. Eine Beinschiene. Laut Scan befinden sich Gewebe und Knochenfragmente daran. DNA als Chief Reynolds identifiziert. Seine Leiche wurde vermutlich in Stücke gerissen. Dann wurde der Chief also Kackenfutter. Der Kreislauf des Lebens kann grausam sein. Die übrige Panzerung liegt entweder verstreut herum oder wurde in ein Nest gebracht. Das Brustteil und sein Universalwerkzeug könnten seinen Tod erklären. Dann suchen und scannen wir weiter. Noch ein Panzerungsteil. Chief Reynolds Helm. Die Suche geht weiter. Auf der Erde gab es auch solche Formationen. Viele Kinder haben bei ihrem Anblick an fremde Welten gedacht. Wasser und Wetter. Auf lange Sicht kann ihnen nichts standhalten. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Pathfinder, der Scanner hat Chief Reynolds Brustteil geortet. Bestätige Einzelschuss. Waffentyp nicht bestimmbar, aber der Eintrittspunkt war auf dem Rücken. Ausgangswunde in der Brust. Soweit wir wissen, stand Nirken vor dem Chief, als er abdrückte. Sein Schuss hat ihn also nicht getötet. Das Universalwerkzeug des Chiefs verrät uns vielleicht mehr. Ich mochte die Vorstellung eines zukünftigen Eos, die wir vor Beginn unserer Reise hatten. Grüne Wiesen, Flüsse, Wälder. Ich frage mich, wie es hier letzten Endes wirklich aussehen wird. Weniger Todesstürme wären ganz nett. Wir werden es hinkriegen. Ein Pathfinder genügt, um alles zu verändern. Es resoniert jetzt. Wahrscheinlich mit dem Gewölbe. Okay.
Alvinciro. Das ist auch noch irgendwas, Lithium. Lass mal das auch noch scannen. Ja. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Empfange weitere Panzerungsbruchstücke. Ich glaube, es handelt sich um eine Spur, die zu einer Höhle in der Nähe führt. Möglicherweise befindet sich dort das Nest. Es ist wirklich ein Karkin-Nest. Ausschwärmen! Da, nimm alles mit. Bestätige Ausrüstung der Initiative. Einschließlich Universalwerkzeug von Security Chief Hiram Reynolds. Wenn Sie es einschalten, kann ich die Daten übernehmen. Datenzugriff. Der Chief hat zum Zeitpunkt seines Todes einen Scan durchgeführt. Der Scanner hat 2 Schüsse registriert. Der erste wurde von einem Standardgewehr der Initiative abgefeuert und verfehlte. Der zweite kam von hinten. Eine Impulswaffe der Cat. Das beweist, dass Nilken unschuldig ist. Er hat Reynolds nicht erschossen. Ja, das ist eine gute Nachricht. Das ist eine Erleichterung. Gute Arbeit. Pathfinder, es gibt noch eine Audioaufzeichnung. Dann spiel sie ab. Mann! Wo ist Nilken? Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Das klingt wie... Bestätige. Stimme als Verdächtiger Nilken identifiziert. Er hat den Chief nicht getötet. Aber er wollte ihn töten. Ich muss nochmal mit dem Mann reden. Ist hier noch was? Nee. Nicht. Nicht, nicht, nicht. So. Was haben wir hier noch? Anlage 2. Den Bruder machen wir noch. Was haben wir hier? Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Was ist das? Warnung, extreme Strahlenbelastung registriert, Pathfinder.
Die Lebenserhaltung hat ein kritisches Niveau erreicht. Bringen Sie sich bitte in Sicherheit. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Pathfinder, das ist die Stelle, wo Sie Nigel McCoys Anhänger ablegen sollen. Zu Ehren seines Bruders, Dash McCoy. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Lebenserhaltung ist stabil. Na, jetzt gucken wir uns das Ding noch mal an. Hoch. Man kann nur zurück auf die Station. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Ryder, Vetra wollte, dass Sie sie aufsuchen, sobald Sie Zeit haben. Die Nexus ist seit Monaten hier, aber das hat nicht gereicht, um alles zu erkunden. Anomalie auf den Sensoren. Schicke Sonde aus. Anomalie gefunden.
Dann docken wir mal an. Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Ja. Ryder, richtig? Carrie Tavassa, selbstständige Dokumentarfilmerin. Das ist Hakim, mein Produzent. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Worum geht es denn? Direktor Tan hat mich um eine aufbauende Dokumentation über die Initiative gebeten. Im Klartext, ich soll unsere Probleme mit Regenbögen übermalen. Aber unsere Probleme sind nun mal auch unsere Geschichte. Die Leute verdienen die Wahrheit und keine Propaganda. Es erfordert Integrität, nichts als die Wahrheit festzuhalten. Naja, ich tue mein Bestes und könnte dabei Ihre Hilfe brauchen. Das Herzstück meiner Dokumentation wird eine Interviewreihe sein. Ich hatte gehofft, Sie würden sich dafür zur Verfügung stellen. Ich will die schmutzige, blutige Wahrheit unserer Geschichte, nicht das angenehme Märchen, das Tan vorschwebt. Und? Interessiert? Es macht Ihnen nichts aus, dem Direktor der Initiative auf die Füße zu treten? Was soll er denn machen? Uns Gelder streichen, die wir sowieso nicht bekommen? Ich jedenfalls gehe das Risiko ein. Sie auch? Okay, interviewen Sie mich. Also dann, 14 Monate sind vergangen und die Nexus ist noch immer nicht fertiggestellt. Wir vermissen mehrere Archen und haben Leute verbannt. Es ist schwer zu glauben, dass unser Plan so aussah. Und doch bezeichnen unsere Anführer das alles als erwartete Probleme. Würden Sie dem zustimmen? Es gibt keine Expedition, die nicht mit Feinden oder mangelnden Vorräten zu kämpfen hätte oder sich auch einfach mal verirrt. Wir werden mit all diesen Problemen fertig werden. Es braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Tan wird das lieben. Aber wenn es Ihre Meinung ist, wird sie auch so gesendet. Unsere Bandbreite lässt nur Momentaufnahmen zu. Deshalb war es das fürs Erste. Aber ich werde mit weiteren Fragen wieder auf Sie zukommen. Verlassen Sie sich drauf. Sie waren großartig. Ich mache mich gleich an den Schnitt. So. Warten jetzt der Knastbruder. So. Präzision stabil.
Hallo. Schön. Wunderschön. So. Da muss man glaube ich hin, ne? Zum Habitat.